Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite mit mir, dem Herrn gleich. Ja, ich zeige euch heute nochmal ein Gameplay von Herrn Sofort aus dem Winterturnier. Ja, beziehungsweise aus der Qualifikation für das Winterturnier-Finale. Ich weiß nicht, wir haben es ja, ob ihr es mitbekommen habt, wir hatten es euch ja bereits. Cool, da sieht man jetzt auch die Namen hier. Wir haben es euch ja bereits präsentiert. Hier geht es um ein Turnier. Im Finale gibt es Preisgelder bis zu 1 Million $ für Nordamerika und für Europa wurde das Ganze geteilt. Ja, und ich sag's gleich vorweg. Ich weiß nicht, also ich habe dem Herrn sofort gesagt, ich glaube nicht, dass du es geschafft hast. 22 Punkte hat er geholt. Das kann ich euch dann gerne auch zeigen später. Hab aber jetzt allerdings in der Zwischenzeit gesehen, dass beispielsweise auch Fix hat ja alle drei mitgemacht und Fix war der Meinung, ich habe irgendwie eine Kieferstarre gerade. Ich weiß auch nicht. Sieht ein bisschen komisch aus. So, also jetzt geht's wieder. Fix meinte ja, dass er mit 21 Punkten sehr, sehr gute Chancen hätte, wohl in diese Top 200 einzuziehen für das Finale. Weil wohl bei den anderen Streamern es auch nicht viel besser ausgesehen hätte. Ich habe dann auch mal so querbeet durch alle Kanäle geschaut und muss sagen, also ich habe bei eigentlich niemanden mehr als diese 22 Punkte gesehen. Also 18 Stück habe ich oft gesehen, 19, 20, aber 22 habe ich jetzt echt noch bei keinem gesehen. Fix hatte wie gesagt 21, hatte den zweiten Tag auch nochmal gespielt und da kam er, glaube ich, maximal auf 16 oder so. Muss ich ganz ehrlich zugeben, dem Herrn Sofort ging es aber heute, also beziehungsweise jetzt am Sonntag nicht anders. Also am Sonntag war es mega übel. Also da war ein Hardcore-Geschwitze. Also ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Das war richtig, richtig krass. Also das ist mega schwer gewesen. Fand aber auch, dass er heute nicht ganz so stark drauf war wie am Samstag noch. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass er gesagt hat, naja, ich habe jetzt 22 Punkte und ich gehe das Ganze jetzt relativ locker an. Bei Fix sah das ein klein wenig anders aus. Der sah ziemlich, also wenn man sich den Stream, also beziehungsweise das Video vom Sonntag anguckt, dann sah der ziemlich fertig und demotiviert aus. Den hat es nämlich richtig zerbröselt, auch am Sonntag. Ja, mal abwarten. Wir schauen jetzt einfach mal hier, wie das Ganze weitergeht. Ich zeige euch jetzt erstmal hier dieses Video von einem Kampf vom Samstag, wo er eben die 22 Punkte geholt hat. Wie gesagt, ich glaube jetzt trotz allem nicht, dass er die Qualifikation geschafft hat. Also ich weiß es nicht. Ich kann das schlecht einschätzen. Ich meine, 200 Spieler. Weiß nicht, wie viele es tatsächlich geschafft haben, auf diese Punktzahl zu kommen oder darüber. I don't know. Ich weiß, er hat zum Beispiel schon in meinem anderen Turnier 29 Punkte hier geholt. Oder 28, nee, ich glaube, es waren 29 Punkte, ein Punkt vor diesen 30 und es war ziemlich, ziemlich frustriert. Aber warten wir es jetzt einfach mal. Aber ich glaube, das ging dann auch länger, ne, als diese 3 Stunden. Ja. Problem ist natürlich auch die Konzentration über diese lange Zeit aufrechtzuerhalten. Und dann kommt natürlich noch mit hinzu, je weiter du kommst, also du kommst ja immer mit gleich starken Spielern in die Runde. Das bedeutet also, wenn du eben, ja, 22 Punkte erreicht hast, dann hast du fast nur Schwitzer mit in der Runde, ne? Und das hat man dann zum Schluss halt auch gemerkt. Also wie die Kurve ging relativ steil nach oben und dann flachte das Ganze doch ziemlich ab. Ja. Wobei gegen Ende hat er dann doch nochmal ein paar Punkte geholt, was ihn eben zu diesen 22 Punkten gebracht hat. Schauen wir jetzt einfach mal, wie das Ganze hier weitergeht. Ich werde jetzt mal
versuchen jetzt nicht mehr so viel jetzt von dem Turnier zu sprechen, sondern einfach von dem Gameplay, was hier jetzt gerade läuft. Ja, so, da sieht man, Herr Sofort, Full Shield und Full Life. Da fliegt einer und man mag es kaum glauben, aber es ist tatsächlich im Turnier, ja. Es ist ein Turniermatch und der macht da seine Jump-Aufgabe, ja, seine Fliegen-Aufgabe. Alexander Kongur ist der Gegner hier. Und der sieht jetzt ziemlich low aus. Ziemlich low life. Ja, er hat natürlich jetzt keine Chance, den hat er sofort ziemlich solide auseinandergenommen. So, und hat relativ wenig Schadenspunkte einkassiert. Nein, er hat jetzt nicht wirklich. Nein, er fährt. Ich wollte gerade sagen, was machst du denn? Er ist denn jetzt nicht wirklich mit dem Ding gefahren? Doch, er fährt tatsächlich weiter. Er hat die Waffen nachgeladen und fährt jetzt tatsächlich weiter. Das ist nicht zu glauben. Ich sehe das jetzt. Okay. Okay. Ah, da hinten RRR TTTI. Ja, schreibt doch mal bitte in die Kommentare rein, wie viele Punkte ihr erreicht habt. Ich würde auch gerne mal so eine, ja, so eine Aufstellung machen, unofficial Tournament Rankings. Was habt ihr an Punkten erreicht? Es wäre mal wirklich interessant. Schickt uns dann auch gerne mal eure Screenshots zu. Und ich würde daraus ein Video machen und würde gerne eure Punkte, eure Endpunkte dann in einem Ranking präsentieren. Also wer Bock hat, wer Interesse hat, auf jeden Fall macht das mal. Oh, dem hat er einen bösen Hit gedrückt, einen 110er. Der haut gleich ab. Ja. Schon der Hit war echt übel. So, da oben ist der RRRTII. Oh, der hat sich wieder also hat sich wieder hochgeheilt. So schnell geht's, aber dann sind auch die Punkte schon wieder weg. Ja, und das war's. Also, hat er noch einen großen Schildrang gehabt? Okay, das ist natürlich super. Den drückt sich der sofort jetzt auch noch mal rein. Mega geil. Jo, gucken wir mal. Johnny Huncho ist der nächste, den er hier ins Visier nimmt. Hat eine Deagle. Das ist interessant, das ist geil. Du siehst dann hier auch jetzt, mit welchen Waffen diejenigen spielen. Deagle. Goldene Deagle. Okay. Ist gerade mega interessant hier. Eieiei. Muss ehrlicherweise dazu sagen, das ist jetzt eine der ersten Runden. Also bedeutet noch, hier sind die Gegner noch alle auf einem etwas niedrigeren Niveau. Ich werde euch dann noch ein Gameplay aufnehmen, wo er die letzten Punkte geholt hat. Also kurz vor Ende des dieser 3 Stunden. Und da werdet ihr dann sehen, also da ist dann übelstes Geschwitze. Ja, da haben wir allerdings dann auch ein bisschen die Taktik geändert,
weil ja, es macht echt wenig Sinn, wenn du nur noch mit Hardcore-Schwitzern gleich am Anfang in den Infight gehst, ne? Es gibt ja verschiedene Taktiken, wie man da rangeht an das Ganze. Und wir wollten dann, ja, haben in den ersten Matches Vollgas gegeben und danach wollten wir Punkte holen. Also dann auch über Rankings. So. Schauen wir mal, was hier passiert. Hier hat er sich jetzt erstmal eingeboxt, weil hier ging es dann jetzt tatsächlich darum, wenigstens noch ins Punkte-Ranking reinzukommen. Ich denke mal, hier werden jetzt nur noch 10 Leute oder so am Leben. Oder, naja, nicht 10 Leute, aber keine Ahnung, 12 Leute oder so gelebt haben. Und dann habe ich ihm gesagt, pass auf, ist Quatsch, jetzt in den Kampf reinzugehen. Ja, wenn, musst du noch warten, bis ein paar jetzt hier verrecken irgendwo, ja, und dann kriegst du wenigstens nochmal einen Punkt mit rein. Ja, also wenigstens mal in die Top 10 gekommen. Ja. Wusste ich ja noch nicht, wie weit er dann in diesem Match kommen wird. Ja. Heißt, wir haben jetzt hier erstmal ein klein wenig Camping gemischt mit Action. Aber es bleibt dir ja kaum was anderes übrig. Wenn du dir die Skirmish-Matches anguckst, da sieht die Sache ja auch nicht viel anders aus. Rennen ja auch nicht wild über die Map und versuchen da alles mögliche platt zu machen, sondern da wird taktisch ganz ausgeklügelt gespielt. Ja. Na, da ist. Jetzt tanzt er dann erstmal. Ja, für den Herrn sofort ist das. Ich würde dann einfach da hocken, ganz gechillt und mit einem Kaffee schlürfen. Für den Herrn sofort ist das der Horror, einfach mal ruhig da in so einer Scheißbox zu sitzen und dann zu warten, was passiert. Ja, echt. Keine Ruhe. Man sieht hier ständig geht die Maus in die Kamera. Ich hab gesagt, bleib ruhig, bleib ruhig, bleib ruhig. Ganz cool bleiben. Bis die Rankings da sind. Ja, die Ranking-Punkte. Wir haben das Ganze auch nicht live aufgenommen. Trimax hatte das auch in einem Video so schön gesagt. Viele Streamer haben gar nicht gestreamt oder gar nicht aufgenommen, eben einfach um wirklich die volle Leistung des Rechners mit rausholen zu können für das Match. Also es wäre super ärgerlich, aber sieht man mal hier, da sind noch ein paar. Wäre super ärgerlich, wenn man dann irgendein Lag oder so drin hat wegen der Aufnahme. Deswegen hatten wir die nicht live aufgenommen, aber ich zeige euch dann jetzt eben hier diese Replays. Ja, jetzt müssen wir warten noch einen Moment. Jetzt wird geschossen. Und da sieht man auch, da direkt vor ihm ist der Gegner Twisty Rabbit. Kämpft hier mit Marsik BA999 und dann kamen sie direkt zu ihm. Das war natürlich für Herrn sofort dann das Signal, jetzt geht's los, jetzt wird hier gekämpft. Und dem hat er auch wieder einen üblen Hit gegeben, wie man sieht. Der ist ja jetzt schon fast im Eimer und damit hat's ihn auch zerbröselt. Aber da unten war ja noch einer jetzt gewesen. Und da ist der andere. Der wird jetzt auch. Hat er gleich den ersten Hit da unten drunter durch noch abbekommen. Hindi Sour, okay. Und Hindi Sour ist jetzt dann auch gleich weg. Ja, wie es Trimax schon so schön gesagt hat in seinem Video, es ist insgesamt gesehen, obwohl das jetzt hier noch die ersten Runden sind, ist das Niveau bei diesem Turnier übelst hoch gewesen. Also was da für Schwitzer mit am Start waren, das war schon richtig krank. Und da musst du schon echt aufpassen. Ah, da ist dieser Marsik Bar, der hat sich jetzt dann doch nochmal weggerettet. Der ist jetzt wieder woanders dahin.
Und damit wieder den Fängen von Herrn Sofort quasi entkommen. Dafür hast du jetzt hier unten den Vitya 98. Alle nochmal gut gesaved gegen die Rocket. Aber Vitya 98 Stunden sind, oder Minuten sind jetzt gezählt. Er schießt jetzt nochmal die Rocket hoch. Sniped nochmal vorbei. Und gleich ist das Ding hier durch. Und jetzt hat er nochmal eine Trap gesetzt, ne? Nochmal eine Trap gesetzt. Oh, jetzt hat er. Ja, das war nochmal echt gefährlich geworden, ne? Aber. Ja, das ist ja noch eine Eigenart, weil ihr habt ja gesehen, Herr Sofort hat ja Schaden kassiert, eigentlich, ja, von der P90. Und ist jetzt trotzdem wieder full life, ja. Womit hängt das zusammen? Das hängt damit zusammen, dass bei diesem Turnier tatsächlich es so geregelt ist, in dem Moment, wo du einen Kill machst, kriegst du 50 Leben wieder zurück. Ja. Ist natürlich mega geil. Jetzt sieht man da oben, überall sind sie eingeboxt, ja. MTFK 20. Uiuiui. Ja, das ist natürlich crazy shit hier. Ja, jetzt kommt nochmal eine Rocket geflogen. Ja, da hat er jetzt ein paar Mal veraimt. Da ich auch gesagt, also hier war es jetzt nicht so ganz on point. Da sind ein paar Dinger daneben gegangen. Aber nichtsdestotrotz, der Typ ist auch ziemlich down, wie man sieht. Na gut, wobei, jetzt hat er wieder Leben mit hinzu. Oh. Und er hat nochmal einen Hit abbekommen. Also, der ist schon echt nicht von schlechten Eltern, dieser MTFK. Ja, ist, alter Vater, ey. Macht ihm noch ganz schön Probleme. Und jetzt ist aber, denke ich mal, das Thema durch. Jetzt hat er ihn richtig, jetzt hat er ihn aber richtig gelasert. Alter Vater. Ja. Wieder die 50 Leben mit drauf bekommen. Schild nur noch halb. Das war ein heißer Fight hier. Ich denke auch, es ist mit einer der schwersten jetzt in dieser Runde gewesen ist. MTFK. Da unten ist noch einer, der ist ziemlich low, wie man sieht. Was macht er denn da eigentlich? Verkämmt er sich da unten wahrscheinlich nur, weil er sonst nichts mehr hat, ne? Denke ich mal, so wie es aussieht. Ja, der hockt da in seiner Box drin. Ja. Herr Sofort sieht natürlich die Tags nicht und der ist natürlich, das war, ist natürlich extrem dämlich, ne? Miffed Badger, sorry Dude, aber das ist, da war dann, war es dann für dich auch schon vorbei, weil mit einem Luftballon hochzufliegen, so hochzufliegen, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Du bist ja eine, da ist ja jedes Tontaubenschießen schwerer, als den zu treffen. Oh, und die zwei kämpfen jetzt hier unten und Herr Sofort geht mitten rein und holt sich jetzt dann auch gleich hier diesen Victory Royal. Ja, mega geiles Match. Ja. Ich möchte sagen, hat er sehr gut gemacht. Hat er wirklich sehr gut gemacht. Wir machen jetzt Folgendes. Ich werde euch jetzt. Das jetzt. Das hier war es, ne? Ich zeige euch jetzt erstmal die Gesamtpunktezahl. Und dann gehen wir nochmal in ein Match rein, wo er die letzten Punkte geholt hat. Da seht ihr dann den Unterschied. Mega Geschwitze, Hardcore Geschwitze.
Das muss ich jetzt erstmal speichern hier. Das kann jetzt ein paar Sekunden dauern, weil. Ja, ich weiß auch nicht, warum das geht auf der PlayStation irgendwie schneller als hier auf dem PC. Ja. Auf jeden Fall ein mega geiles Match gewesen. Hat er gut gemacht. So. Warten wir einen Moment. Was passiert? Ah, jetzt sind wir bei den Replays wieder. So. Ja, ist ja gut. So, und das war dann am 24.11. Ja, es muss dieses Match hier gewesen sein. Da war jetzt nicht mehr ganz so viel Action am Start. War jetzt nicht mehr ganz so viel Action am Start, aber gehen wir mal ganz kurz hier rein. Confirm. Und dann schauen wir mal ganz kurz, wie das Match. Das war so eins der letzten Matches gewesen. Also beziehungsweise war das letzte Match gewesen vor dem. Jetzt hier gerade mal gucken, wo ist er denn? Da ist er. Ja, sofort. Was ist denn hier los? Komm. Zeig mal her. Und hier ging es tatsächlich dann nur noch darum, Punkte zu holen. Also hier sieht man ja jetzt wirklich Action versus Taktik. Wieso zeigt er mir das jetzt nicht an? Action versus Taktik. Ja, machen wir mal ganz kurz hier die Bildschirmaufnahme wieder rein und dann könnt ihr euch das jetzt mal angucken. Das müsste eigentlich jetzt. Ah, nee. Spielaufnahme, das hier. So, dann gucken wir uns dieses Match jetzt hier an. Hier wird jetzt rein taktisch gespielt. Punkt rausgesucht, wo möglichst nur noch ein oder zwei Gegner hinkommen. Und dann auf Vernichtung gehen und dann versuchen, in die Punktplatzierung reinzukommen. Und man wird sehen, das Match hier verläuft jetzt ganz anders als das davor. Ist jetzt kein mega spektakuläres Match, aber wie gesagt, man muss ja einfach mal schauen, wie kommen wir zum Schluss an diese Punkte noch ran. Also fort kann eben beides. Da kommt dann einer mit hier. Er kann Action geben und. Oh, und das, der macht es jetzt ganz anders. Also er hat sofort gesagt, das ist clever gespielt, was der jetzt gemacht hat, weil der dadurch eigentlich versucht hat, schneller zu landen. Ja, diesen Landevorgang abzukürzen. Und dann ging es auch schon gleich los. So, jetzt haben wir natürlich das Problem. Er hat jetzt nur eine weiße Burst gehabt. Ich habe gesagt, hör auf mit dem Käse. Mit der weißen Burst macht keinen Sinn. Ja, mit einer weißen Burst auf den zu schießen, der wird dich killen. So, und da ihr seht, was er bekommen hat, und da wisst ihr schon ganz genau, was hier Sache ist. Ich muss jetzt hier tatsächlich mal ganz kurz, nein, das ist, da muss ich mal reinschauen. Das hier Nameplates will ich drin haben und Damage Effects will ich drin haben. So, und jetzt machen wir das wieder weg. Ja. Und da sieht man jetzt auch, da unten ist der Gegner. Ist ein Russe? Ich kann den Namen jetzt nicht so richtig gut lesen, weil er ständig in Bewegung ist. Alter Vater. Jetzt hat er ihn zerlegt. So, ja.
Das ist schon gleich der erste Gegner und der war schon anspruchsvoller als das, was wir vorhin gesehen hatten. Jetzt habe ich gesagt, jetzt kannst du erstmal hier oben ein bisschen chillen in der Gegend. Ja. Zusehen. Da jetzt eine Platzierung noch rauszuholen, weil es ging tatsächlich jetzt einfach nur darum, über diese gottverdammten 20 Punkte zu kommen, ja. Und davor muss ich ganz ehrlich zugeben, dieses Geschwitze alleine hat es jetzt zum Schluss echt nicht mehr gebracht, weil alle haben zum Schluss nur noch drauf geschwitzt. Und hier wurde gekillt, zerstört, vernichtet ohne Ende. Das war richtig krank. Jetzt habe ich zu ihm gesagt, pass auf, hier, das sind die Pilze, hol dir erstmal noch ein paar Pilze. Weil hier tatsächlich an den üblichen Stellen sonst erstmal keine Kiste mehr zu sehen war. Ja. So. Jetzt passiert Folgendes. Ich meine, man sieht den Name-Tag schon. Also wir sehen den Name-Tag jetzt. Allerdings, er sofort hatte es nicht im Spiel gesehen. Ja, und ich sag zu ihm jetzt, komm, hol dir mal noch die Pilze da und jetzt kriegt er den Hit ab. So. Ist der nächste Gegner hier. Also jetzt wirklich nur noch High-Quality-Spieler hier an dieser Stelle. Also wir sind jetzt aktuell irgendwo bei 18 Punkten oder so gewesen. Keine Ahnung, irgendwas mit dem Dreh rum hat er da an der Stelle gehabt. Oder? Alter Vater. Das waren schon üble Hits, wie man sieht. Die dieser Mr. Bambus da oben gedrückt hat. Aber jetzt hat er halt echt ein Problem, weil er steckt da oben und damit hat der Herr sofort ihn runtergeholt. Man hat jetzt hier gesehen, also wie der gespielt hat, ihr habt gesehen, er hat zwei Grappler jetzt gehabt, ne? Zwei Grappler. Also eigentlich ein Grappler-Freak, aber ja, wenn du jetzt dich da hochbaust, um dich zu schützen und ja, kannst du halt nicht mehr viel machen. So, jetzt hatte der Herr sofort endlich tatsächlich das Ding für sich und er sagt so, jetzt kannst du dir deine Pilze doch nochmal holen. Die brauchst du nämlich jetzt wirklich. So, 50 Leben hat er ja von dem Kill wieder mit hinzugekommen. So, und jetzt ist halt wirklich Taktik. Taktik en masse bis ins Finale rein. Also, wer jetzt hier richtig Action erwartet, ja, zum Schluss wird es dann nochmal interessant werden, aber hier wird jetzt wirklich nur noch per Taktik ins Finale geschwitzt. Damit wir tatsächlich noch die letzten Punkte rausholen können aus diesem Match, was machbar ist. Das da übrigens, kennt ihr ja, sind ja die Clowns-Dinger da. Hier ist eine geile Stelle mit den ganzen Cards. Da hat sich ja sofort tatsächlich ein Card genommen. Da habe ich gesagt, lass dieses scheiß Card stehen. Du bist doch, bist du des Wahnsinns. Die Cards, also ich sag's mal so. Die Cards sind geil, um schnell irgendwo hinzukommen. Aber Leute, du kannst genauso gut mit einem Ghetto-Blaster durch die Gegend rennen und oder mit einem Eiswagen, der irgendeine, ja, hier gibt's Eis, tolles Eis. Du wirst ja unendlich weit gehört und bei dem Level der gegnerischen Spieler.
ist das dann quasi der sichere Tod, wenn du mit so einem Ding hier durch die Gegend fährst, ja. Also, jetzt schauen wir einfach mal. So, normalerweise ja, sofort immer direkt dabei zu kämpfen, wenn er irgendwas sieht, Gebäude oder so. Jetzt in dem Fall habe ich gesagt, Junge, tu es nicht. Tu es nicht. Versuch diesmal. Weiß nicht, es ist wahrscheinlich das letzte Match jetzt hier, was du hast. Und riskiere jetzt hier nichts mehr, sondern sehe einfach nur noch zu, dass du irgendwie jetzt noch ein paar Punkte über die Platzierung zusammenbekommst. Da hinten die Burg gebaut. Ja, da hat man jetzt auch gerade gesehen, da ist jemand schon gesagt, hier oben baue dich jetzt erstmal hier ein. So, und jetzt chill dein Leben. Natürlich, genau, hier hätte man ihm das Ding da unten weggeschossen, dann hätte er runterfallen können, deswegen dann doch nochmal auf diese Grasnarbe da oben drauf gegangen, den einen Schritt. Und dann macht der Herr sofort natürlich sein Tänzchen. So. Können ja mal in der Zwischenzeit jetzt hier, da unten ist der Not Simple, okay. Ja. Ja, wieder eine Kieferstarre. Jo. Auch gerne noch mal ein Video aus dieser Stufe von demjenigen, der da am längsten noch gelebt hat. Könnte auch vielleicht ganz interessant sein, wie der ins Finale sich reingekämpft hat. Das wäre eine ganz gute Idee, denke ich, ehrlich. So, auch mal zu sehen, wer das war und wie er gekämpft hat. So, jetzt ist hier ein Airdrop runtergekommen. Das hat man gehört. Das hat so, pass auf, okay. Airdrop. Schön und gut. Den solltest du dir natürlich irgendwie holen. Aber pass auf, dass du nicht von dem Typen, der da unten ist. Gut, wusste ich ja jetzt nicht. Sieht man ja jetzt, dass der scheinbar nicht mehr da ist. Aber Geduld, kleiner Padawan. Geduld. Klassisches Skirmish-Match. Fast nur in der Box sitzen. So, jetzt kommt der Border. Und dann muss man gucken. So, und jetzt ist der Airdrop gelandet. Jetzt muss er dann auch langsam raus, weil der Border ist dann doch relativ weit wieder gewesen. Und den Airdrop muss er sich ja auch holen. So. Und der ist ganz da unten. Das ist natürlich jetzt ziemlich scheiße, wenn du nicht weißt. Ach, der Typ ist tatsächlich immer noch da. Das wussten wir natürlich zu dem Zeitpunkt nicht. Das ist natürlich richtig kacke, wenn man dann so ein Ding darunter muss und hängt dann da irgendwo in der Wand drin, um diesen Airdrop zu bekommen, ne? So. Ah, ist schon mal nicht so schlecht. Jetzt kann er sich erstmal noch diese letzten paar Schildpunkte hochheilen.
Jo, und dann geht's weiter. Jetzt heißt es tatsächlich, der Typ ist tatsächlich noch da, dieser Not Sample. Und Herr Sofort läuft natürlich direkt dorthin, weil das wussten wir ja natürlich auch zu dem Zeitpunkt jetzt nicht, dass der Typ da noch ist. Na? Schon sehr ärgerlich. Er ist ja jetzt tatsächlich direkt hinter ihm. Das sehe ich jetzt erst. Der Typ ist direkt hinter ihm. Greift er ihn an oder? Jetzt bin ich echt gespannt. Das ist mir ich sehe es jetzt das erste Mal aus dieser Perspektive hier. Der Typ ist direkt hinter ihm und er greift ihn nicht an. Ja, also das heißt, der will auch will auch auf Platzierung gehen. Er sofort kann sich sogar noch hier den Pilz, beziehungsweise den Apfel reindrücken. Und der Typ ist immer noch hinter ihm. Das ist krass. Scheiße. Wir haben ihn halt nicht gesehen. Ja, okay. So, da hinten wird schön gefightet und da rechts hat man eben gerade noch den Nametag gesehen von dem. Und da kommt. Eieiei. Ja. So. Wir wussten natürlich jetzt auch nicht, dass der Typ da hinten noch kommt, ne? Das erste Mal hier chillen. Die sollen da vorne, Gull, Chimbeck, Triple Resate und Smeef, die sollen sich da schön gegenseitig fertig machen. Und da sieht man auch, oh, Schild geht runter. Ich glaube, jetzt hatte der Herr sofort gecheckt, dass da neben ihm jemand ist. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, jetzt hat er es gesehen. Da muss man natürlich dann aufpassen. So, und jetzt kommt da einer hingeflogen. Club 1 Galle. Und jetzt wird hier auch noch gekämpft, ja. Aber ihr seht, die Namen sind alle noch da, ne? Also hier noch dieser Triple Resate. Weil jetzt keiner mehr in irgendeiner Form ein Risiko eingehen will, ja. Alle warten jetzt einfach nur, was passiert hier, was passiert hier. Jeder belauert jeden. Die meisten wissen, wo die anderen Gegner sind und ja, keiner will jetzt hier noch irgendwie aus der Punktewertung rausfliegen. Haben sie alle Schiss davor, weil der eine Kill bringt's nicht, ja. Der eine Kill bringt's jetzt an der Stelle nicht. Hier bringt's jetzt echt nur noch irgendwo nach Möglichkeit so weit wie es geht. Reinzukommen. Jetzt sind sie alle da auf der einen Stelle. Guck mal da. So. Und dann ist der eine da unten jetzt weg. So. Triple Resate immer noch da. Envality, Fugu, Dynasty. Da, Not Sample. Ja. Ist echt krass. Das Ding hier gelaufen ist. Und jetzt fliegen die Rockets. Da sind wir auch mal kurz zusammengezuckt, als wir die Rocket gehört haben. Haben wir schon gedacht, oh mein Gott, scheiße. Jetzt. Aber trotzdem gechillt geblieben. Der Typ da drüben, dieser Not Sample, baut hier wirklich jetzt klassisch Skirmish-Style, richtig mehrere Boxen mit Dächern, damit du auch nicht sofort sehen kannst, in welcher Box er ist. Ja. Macht sich da eine kleine Festung da hinten. Ja, ich habe euch ja im Vorfeld gesagt. Jetzt war die Frage, was soll ich machen, was soll ich machen, was soll ich machen? Ich habe gesagt, bleib cool. Chill, bleib cool.
Einzige, was du vielleicht machen kannst, ist die Box ein bisschen vergrößern. Und jetzt, ja, jetzt hat er keine Ruhe mehr gehabt. Immer noch die gleichen Namen, ne? Jeder hockt in seiner Box und wartet, was passiert. Das ist richtig krass. Und vor allem jeder weiß, dass da nur noch Profis jetzt am Start sind. Ja. So, jeder weiß, hier sind jetzt nur noch die Profis am Start. Und hier wird jetzt halt mega reingeschwitzt. Ja, sofort legt sich natürlich gleich wieder mit allen parallel an. Hier wird auf jeden geschossen und dann hat er die Rocket abbekommen. Und das war halt quasi sein Todesurteil, wenn du so willst. Hier ging es jetzt richtig übel zur Sache und da, ja, das ist halt hier jetzt wirklich finales Endmatch gewesen. Da kam dann noch die letzte Action mit rein. Ja. Ist ein bisschen schade, dass es jetzt so gelaufen war. Können wir noch mal ganz kurz gucken, ob wir noch mal ganz kurz das wie, aus einer anderen Sicht noch mal sehen. Club 1 Galle, Novality, Not Sample. Oh, das ist ein Wolf. Naja, gut, der ist auf der Stufe, wie ich es bin. Hier noch mal her sofort. Da aus der anderen Sicht. Ja, hier. Das war halt echt übel. Ja, und da hat er sofort halt den Hit von dem abbekommen. Das hat halt echt wehgetan, ne? Ja. Aber wie ihr seht, hier echt nur noch übelste Schwitze am Start. Ja, alles Vollprofis. Ja. Ja. Ja gut, das sieht man jetzt leider nicht mehr. Ja! Und so ging es eben hoch auf 22 Punkte. Das werde ich euch jetzt auch gleich zeigen. Gehen wir auf Leave Match. Sensationell eigentlich. War alles gemischt. Also du kannst nicht eine Taktik durchziehen. Du kannst, also wenn ihr einer glaubt, du kannst hier dich ins Finale campen, das kannst du vergessen. Weil du müsstest, du brauchst eben auch die Kills. Du kannst nicht, sonst hätte ich das auch gemacht. Ja, du brauchst für ein Match, wenn du über die Punktplatzierung gehen willst, brauchst du 20 Minuten. Und selbst wenn es dir gelingen würde, mit jedem Match, keine Ahnung, 2 Punkte nur über die Platzierung zu kriegen, dann wärst du bei 6 Punkten pro Stunde und maximal 18 Punkten. Das kriegst du nie im Leben über die Zeit gerettet. Das heißt also, ins Finale campen, das kannst du mal machen, wenn du feststellst, scheiße, du hast einen schlechten Start oder eben nochmal ganz am Ende oder so. Aber du brauchst am Anfang auch eben die Kills dazu, sonst hast du da echt wenig Chancen. So, dann gehen wir doch einfach mal ganz kurz hier in hier war Winter Royal. Das zeige ich euch jetzt auch nochmal ganz kurz, dass ihr es dann auch seht. Hier war Winter Royal. Event Details. Ja, da. 14 Punkte hat er da geholt. Und hier waren es 22. Ja, da hatten wir. Das war ja Quatsch. Da hat er gerade mal 2 Matches gespielt, wie man hier sieht. 4 Punkte geholt. Ich weiß gar nicht mehr, was dazwischen gekommen ist. Irgendwas war gewesen. Konnte nicht weitermachen. Hier die 22 Punkte. 19 Matches hat er dafür gespielt. 11 Punkte über die Eliminierung, 8 Punkte über die Platzierung, 3 Punkte über Victory Royale. Insgesamt 22 von 25 Punkten. Das ist, ob das jetzt reicht, ich weiß es nicht. Dann, wie gesagt, direkt danach weiterzumachen ist Käse, weil dann bist du sowieso nicht mehr konzentriert. Schafft man nie im Leben 6 Stunden am Stück auf dem hohen Niveau konzentriert mitzumischen. Und dann haben wir gesagt, pass auf, dann versuch's halt nochmal am Sonntag. Und am Sonntag waren echt übelste Schwitzer da. Also, und wie gesagt, ich habe auch das Gefühl gehabt, da war auch nicht mehr so ganz so gut drauf.
hat ja schon 22 Punkte erreicht. Und ja, und da kamen dann tatsächlich nur 14 Punkte bei raus. Also 22 Punkte. Schauen wir mal, was. Ich persönlich glaube nicht, dass es reicht für die Top 200. Fix meint, mit seinen 21 Punkten könnte er sich eventuell platziert haben in die Top 200. Ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Schauen wir einfach mal, was passiert. Also wenn Fix sich platziert hat, dann hat sich der Herr Sofort auf jeden Fall auch platziert, weil Sonntag hat Fix eben auch nicht mehr Punkte geholt. Im Gegenteil, da sah das auch nicht gerade toll aus. Ja, das war's jetzt hier von unserem Winter Royal Qualifier. Ich werde nochmal anderes Match von diesem Tag hier zeigen und wir werden mal gucken, dass wir vielleicht nochmal aus einer anderen Sicht, wo es dann richtig zur Sache ging, aus einer anderen Sicht nochmal was präsentieren können oder so. Ne? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Würde ich mich riesig drüber freuen. Drückt dem Herrn sofort alle Daumen, die ihr habt. Die braucht er ganz, ganz dringend. Vielleicht, wie gesagt, wer weiß, vielleicht hat er es geschafft, sich ins Finale zu qualifizieren. Ich habe keine Ahnung. I don't know. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Läutet die Glocke, um auch darüber dann informiert zu werden, wie es weitergeht. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite mit mir, dem Herrn gleich. Macht's gut, bis dann. Oder eben mit dem Herrn sofort oder mit uns beiden. Bis dann, macht's gut und tschüss.